Moin Moin, herzlich willkommen zu dem Werkzeug 38, heute wieder ganz alleine mit mir. André hat ja in dem Weihnachtsgruß angekündigt, dass es jetzt noch ein kleines Outtake-Special gibt. Das machen wir heute, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was hast du für einen Code 000? 007. Achso. Klar, ich stehe auch auf Gummi, aber ich finde Holz auch geiler. Arbeite damit sehr, sehr gerne. Und gerade wenn du hart drücken musst, wenn du schon einen starken Draht hast. Wann musst du denn mal hart drücken? Ich hart drücken? Immer auf dem Boiler, jeden Morgen. Leute und Leute aus Auszügen. Und Läufe aus Auszügen. Und Leute aus Auszügen. Scheiße, ey. Ja, so, du hast auch große Hände, ne? Und das stört dich nicht, wenn du das. Du hast echt Riesenhände, ne? Ach komm. Du hast genauso große Hände. Stimmt, oder? Hast du. Ja, toll, dann habe ich einen Akku. Dann habe ich dann schrieb jemand und dann schrieb ein Zuschauer unter euch ja dann und dann schrieb ein Zuschauer ja toll, dann habe ich und dann das färbt ab. Wieso färbt es ab? Von dir. Ja, ich habe heute noch gar nichts gesagt, weil ich gestottert bin. Kannst du was noch technisch ein bisschen schöner wäre, wäre natürlich, wenn es gummiert wäre, ne? Nein, Spaß zur Seite. Einen gummierten Winkel. Gummierten Winkel. Das wär's doch mal. Das wär's. Das ist unsere Geschäftsidee, das ist unser Produkt. Ja, wir machen jetzt erstmal das Akkuschrauberquartett. Ja, genau. Ja. Und danach kommt das. Ja. Didi. Nein, was? Schläfst du mal von Mexiko? Ja. Nee. Ich hatte früher in der Grundschule so einen Freund, der war relativ korpulent, aber der war super schnell. Und der hieß dann Speedy? Nee. Der ist Steffen. Der hat auch 1000 Lumen. Die hat 1000 Lumen? Ja, pass mal auf. Hier. Ey. Schreib mich direkt krank. Mach. Mach. Netzhaut abgelöst. Mach. Bin ich für die nächsten 8 Wochen krank. Du weißt, ne, wenn der Mitarbeiter mit Krankschreibungen droht, ne, fristlose Kündigung. Was typisch ist bei OLED, du kannst die verschiedenen. Boah, jetzt bin ich schon wieder blind, weil ich da in dieser Stufe reingeguckt habe. Das ist super. Du hast einfach hier so einen Tisch. Oh. Da hat aber Reifen Regeldruck dann. Und Reifen Regeldruck. Ah, da hat auch der Reifen Regeldruck. Und beim Reifenregeldruck, bei der Reifenregeldruckanlage fein, aber da hat auch das Reifenregeln des Regeldrucks. So, wenn du mal richtig Autorität auf der Baustelle ausstrahlen willst, dann würde ich dieses Gerät hier empfehlen. Das ist nämlich eine VibroMax Vibrationswalze. Müsst ihr entscheiden, aber ich denke, ich sehe verdammt sexy aus auf dem Teil hier. Gurkensohn ist irgendwie kollabiert. Kollabiert? Ja, der hat sich, der hat wahrscheinlich hyperventiliert. Digga! Und ist bewusstlos geworden. Das war ein Livestream hat er mit einem Kollegen gemacht. Sein Kollege hat auch gedacht, der verarscht ihn. Ja, gut, damit hat sich die Gurke wohl erledigt. Und der war wirklich bewusstlos. Und dann haben die Zuschauer geschrieben: 112, 112, 112. Was schreibt ihr denn da für Zahlen in den Chat? 112, oh, Alter. Was schreibt ihr für Zahlen? 112, was steht? Und dann ist ja jemand im Livestream wieder wach geworden. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, ey Leute, ich war gerade bewusstlos. Gurkensohn hat auch so eine Sudden-Death-Soße mit, was weiß ich, 300.000 Millionen Scoville. Hat er gegessen, oder? Getrunken. Also getrunken? Er hat sich so eine ganze Pulle in Wasser aufgelöst, in so ein Glas, und hat das komplett getrunken. Und ist komplett abgegangen. Akkuschrauber, 18-Volt-System. Was ist denn dann M? M. Vielleicht heißt er auch Max. Oder Milli Vanilli. Milli, was? Kennst du nicht Milli Vanilli? Nee. Alter, ey. Was ist? Ja, das ist bestimmt wieder was von Anno Tuck. Girl, you know it's true. Das war, Milli Vanilli war so ein Projekt von Frank Farian. Chapo, baby, lehn dich an mich. Frank Farian war ja auch der Bonnie M. quasi hinter Bonnie M. stand. Wer ist denn Bonnie M.? Du kennst Bonnie M. nicht? Du kennst Bonnie M. nicht? Nein. Alter, mach keinen Scheiß, ey. Wer ist denn Bonnie M.? Diese ganzen Namen, ich weiß gar nicht, wo. Bonnie M., du kennst doch hier, wo Ma Baker und Rivers of Babylon. Sind das Filme? Jetzt mach doch mal auf, Mann! By the Rivers of Babylon, where we sat down. Also noch ja, die Mann, Zeiten sind vorbei. Ja, sind das ist ja heute nicht mehr erlaubt. Wieso? Du hast keinen Gewinn mehr mit Handschneiden. Quatsch nicht. Ja, BG? Was meinst du, was ich damals Probleme gekriegt habe?
Wieso das ist denn so Bullshit? Ich habe ein Gewinde mit der Hand geschnitten, bin erwischt worden. Und dann? Ist rausgeflogen. Oh ja, rausgeflogen. Ja. Ich habe drei Monate in U-Haft gesessen. Ich musste erstmal alle Gewinde dann und Strafarbeiten, ne? Hm. Da musste ich nämlich 64.000 Gewinde mit der Hand nachschneiden. DDM. Wir wollen ein bisschen DDM fahren. Bam, 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 bam. Boah, da, wenn du das in die Fresse kriegst, ne, dann bist du hundertprozentig safe blind. Junge! Oh, Entschuldigung. Das war mir ein Anliegen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Laser. Auch noch eine Stativbetriebsstab. Das ist so ein Scheißgesiff, ne? Magst du es nicht? Bah! Boah, ich finde das voll geil. Ja, gut, gut. Diese Zunge, so nenne ich es mal, die muss auch lang genug sein, damit du es halt auch wirklich gut einführen kannst. Also die Idee, für mich zu Hause ist schon sehr, sehr reizbar. Also gerade für eine Garage. Reizbar. Schon, die Idee ist schon sehr reizbar für mich. Also, reizvoll. Ach ja, genau. Die Idee ist schon, die Idee ist das ist auch ein geiler Outtake. Die Idee ist schon sehr reizbar. Reizvoll. Die Idee ist schon sehr reizbar. Reizvoll. Nur das ist ja wirklich ein Sammlerstück. Oh. Boah, ist das scharf, ey. Boah, bist du scharf, du geiles Messer. Ah. Boah, aua. Überfahren wir? Ja, ihr Anschlag von Emma. Boah. Ah. Ist voll verschissen, ey. Ja, komm. Und jetzt? Ah. Der fällt nicht um. Der ist umgefallen. Ja! Wie lange bist du jetzt schon in den Nerfgun-Verein? Ich? Ja, 2 Jahre, ne? 2 Jahre. Und wir wollten euch einfach nochmal uns bedanken. Danke, tschüss. Warum ausgedacht hat Squirt? Squirt? Weiß ich nicht. Wisst ihr, was das heißt? Alarm! Alarm! Einen Fotogrammetrie-Scanner. Und einen Fotogrammetrie. Scheiße! Weißt du, ich muss mich wieder umgewöhnen, ey. Leck mich am. Was soll das? Ich war hinter dir. Ja. Guck mal, was ist mit Kennzeichen? Kennzeichen, was ist mit Kennzeichen? Ich möchte irgendwie LA für Laser. Wäre cool. Du kriegst BF 69? Wieso 69? Aber 69 ist auch was Schönes. Ja. Okay. Und Jean-Pierre hat auch mal 69. Echt? Ja. Sind wir quasi Brüder. Ja, genau. Ehrenbrüder. So was können wir auch mit dir machen, so. Das hätte er nicht erwartet. Und dann so, oh mein Gott. Kannst du schon alleine Lulu machen? Was ist denn Lulu? Pinkeln. Achso, was ist groß? Wie, was ist groß? Ja, Lulu ist pinkeln. Was ist dann groß? Weiß ich nicht, was groß in der Lulu-Sprache ist. Also, was sagt man denn dann? Was ja, sagt weiß man ich denn nicht. Da? Ah. Aber ja. Dafür wäre dann vielleicht ein bisschen der Austausch untereinander. Aber vielleicht wäre dann der Austausch untereinander dann noch ein bisschen mehr. Aber dann wäre vielleicht der Austausch untereinander so ein bisschen mehr. Aber dann wäre vielleicht. Ich habe nur noch Lulu im Kopf. Warte mal, ich hole mal eben meine. Bleib mal stehen. Welche oder die dicke? Nee. Die, ich habe nämlich eine, die ist diese Nightcore, die ist viel geiler. Meine ist geiler. Weil da steht fast Lenser wie Laser. Quasi mein Unternehmen. Nightcore, eine Nightcore-Taschenlampe. Und die ist. Tut's nicht. Scheiße, die ist leer. Und wir haben auch einen Performance-Start-Modus, quasi so eine Launch-Control. Ich stehe auf der Bremse, ich spanne den Wandler vor. Und ich hätte den Gang einlegen müssen. Nee, ich wollte im nächsten ein schönes T-Bone-Steak mal mit dem S-Bit braten. Ich wollte Feuerzeugbowle machen. Zum kleinen Zuckerhut hier oben. Genau, und dann statt dem. Entschuldigung. Dann statt Zucker. Statt diesen Zuckerhut machst du den S-Bit oben drauf. Oder warte mal, mach doch mal zweiten Gang. Und ich würde auch mit Schlag noch machen. Dann komm. Machen wir jetzt. Boah, das riecht so krass, ne?
Das war die nächste. Nee, schön. Einmal hier in die Decke. Alles hier voll Ravioli. Lawinen, was ist das nochmal? Da, wo man Schlitten fahren kann oder was? Das ist das, was weiß ist und beim Essen stört. Ach so, beim Essen und beim Atmen. Ja, das auch. Was meinst du? Sommer? Ja, ich meine, können wir mal wagen, ne? Ja. Wir haben ja auch einen Wagen. Ja. Dann hast du summa summarum. Was? Ich hoffe, ihr konntet gut lachen. Auch wenn André nicht da ist, verlosen wir was. Und zwar den Bosch GSR 12 Volt unter dem Hashtag Outtex. Dann schreibt ihr noch, einfach noch dazu, was euer Lieblingsvideo war aus dem letzten Jahr. Und ja, den Gewinner verkünden wir dann wie immer in den Bauführung-News. Und ja, ich würde sagen, bis dann, haut rein, ciao. Welch das ganz erste? Ja, klar, die Begrüßung. Ach, das hast du nie aufgenommen? Nee, das kriegt doch nie wieder so hin, Alter. Ja, das ist toll. Alter, was war das? 38, ja. Ja. Ich war schon richtig froh, dass ich das hinter mir hatte.